Mutter Quill, wach auf! Heilige Scheiße! Drax, du musst damit aufhören, Mann! Das ist echt Schreck! Nach 17 Stunden lief der Abspann von Marvel's Guardians of the Galaxy bei mir über den Monitor und kurz davor auch die ein oder andere Träne über meine Wange. Denn das hier ist nicht nur eines der besten Spiele des Jahres, es ist auch so emotional erzählt, wie man es sonst meist nur von Kinofilmen kennt. Und auch wenn 17 Stunden im Zeitalter von Open-World-Titeln mit weit über 100 Stunden Spielzeit nicht nach allzu viel klingen, ist das hier doch was ganz anderes. Denn das hier ist eine ziemlich geradlinige Singleplayer-Erfahrung. Ja, ohne Open World, dafür aber auch ohne Backtracking und ohne große Ablenkungen. Stattdessen bekommt ihr eine emotional erzählte Geschichte mit charmanten Charakteren vor eindrucksvollen Kulissen. Und ja, jetzt zum Release hat das Spiel noch mit ein paar ärgerlichen Kinderkrankheiten zu kämpfen. Die großen Sorgen vor dem Release waren aber unbegründet. Dass das hier nicht die Darsteller aus dem Film sind, denn es sind ja ganz andere Interpretationen der Charaktere, und auch, dass man nur Star-Lord selbst spielen, sind überhaupt kein Problem, denn das ermöglicht einen neuen Blick auf die Figuren und ein konsequentes Erlebnis als Anführer der Guardians. Das Spiel beginnt rund 12 Jahre nach einem intergalaktischen Krieg, dessen Spuren und Auswirkungen noch immer zu spüren sind, sowohl in den Orten, die wir besuchen, als auch in den Figuren, die wir treffen. Die Guardians selbst arbeiten schon seit einer ganzen Weile zusammen, sind aber als Team noch nicht wirklich zusammengewachsen und trauen sich stellenweise auch nicht ganz über den Weg. Gamora ist auf unserer Seite, Drax. Sie ist die Brut meines Erzfeindes und eine Mörderin. Ich traue ihr nicht. Versuch's wenigstens. Wir wollten doch ein Team sein. Ich kann nichts versprechen. Natürlich geht es im Verlauf des Spiels um dieses Zusammenwachsen und um die Hürden und Konflikte, die die einzelnen Teammitglieder mit sich selbst und auch mit den anderen überwinden müssen. Demgegenüber steht dann natürlich irgendwann auch eine große galaxieweite Bedrohung mit Raumschlachten und riesigen Monstern. Aber ich will über die Story an dieser Stelle aus Spoilergründen nicht allzu viel verraten. Nur so viel, sie ist in ihrer Größe dem Namen des Teams durchaus angemessen. Wir werden es nicht schaffen. Drück auf den blauen Knopf. Welchen blauen Knopf? Den für die neuen Geheimtriebwerke. Bau nicht immer neues Zeug ein, während ich schlafe. Hau rein, Peter. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt für einen Nachkampf. Das ist alles? Mehr hast du nicht geschrieben? Es gab ein Zeichenlimit. Erzählt wird das Ganze in Zwischensequenzen und jeder Menge Dialogen, die im laufenden Spiel stattfinden, die ihr in 16 Kapiteln auf unterschiedlichen Planeten, Raumschiffen und Raumstationen erlebt. Ab und zu könnt ihr dann auch Entscheidungen treffen. Das ändert dann zwar nichts daran, wie die große Geschichte abläuft oder welche Locations ihr besucht, allerdings kann es zu Detailänderungen bei den Dialogen führen und es kann bei dem einen oder anderen Level auch eine tatsächliche Gameplay-Auswirkung haben, zum Beispiel, ob ihr euch durch den einen Level kämpfen oder eher schleichen müsst. Plan B, Quill! Leute, nicht rumquatschen, abhauen! Zwischen den Missionen geht's dann auf die Milano, also das Raumschiff der Guardians, und auch hier wird gequatscht und gequatscht und gequatscht. Ihr müsst nicht nur selbst Dialoge auslösen und darin dann die angesprochenen Entscheidungen treffen, auch die Figuren untereinander plappern die ganze Zeit, und das muss an dieser Stelle auch nochmal betont werden, denn das ist wirklich was sehr, sehr Ungewöhnliches, was ich persönlich auch selten bislang in Spielen und vielleicht auch in dieser Intensität noch nie in einem Spiel erlebt habe. Es wird fast die ganze Zeit erzählt. Diese 17 Stunden sind vollgepackt mit Dialogen zwischen den Figuren, mit Neckereien, mit Witzen, mit Hintergrundinformationen, aber auch mit richtigen Streitereien. Und dadurch wirkt diese Crew unglaublich lebendig und wächst einem dementsprechend auch ans Herz. Leute, vergesst nicht, den Kühlschrank zu schließen! Wird gemacht, Mom Lord.
Dieser Dauerbeschuss an Gesprächen hat allerdings auch ein paar negative Seiten, denn es kann passieren, dass ihr, besonders wenn ihr euch zu schnell durch die Umgebung bewegt, mehrere Dialoge hintereinander auslöst und den davorigen dann abbrecht und somit nicht alles hört. Meist ist das nicht allzu wichtig für die große Gesamtgeschichte, ein bisschen ärgerlich ist das aber trotzdem. Und es gibt da noch eine Besonderheit in der deutschen Sprachfassung. Die Schnittliste für diese Dialoge ist offensichtlich auf die englische Originalversion hin ausgearbeitet, was in der deutschen Fassung dann bedeutet, dass ihr oft mitten im Satz unterbrochen werdet, während ihr in der englischen Version dann meist wenigstens noch den Satz komplett zu Ende hört, bevor der nächste Dialogfetzen ausgelöst wird. Hey, ich baller nicht ziellos rum. Mein Handeln ist stets zweckorientiert und... Echt ein Wunder, dass er bei den Stürmen noch steht. Ihr könnt allerdings das komplett vertonte Spiel auch auf Englisch schalten und dann trotzdem deutsche Untertitel nutzen. Und ich weiß, das sollte eigentlich kein erwähnenswürdiges Feature sein, ist aber leider immer noch kein Standard. Von daher erwähne ich es an dieser Stelle, denn es ist einfach ein cooles Feature, das wir natürlich aus Streaming-Diensten als Standard kennen. Aber bei Spielen hat es sich leider immer noch nicht ganz durchgesetzt. Was hast du dir gewünscht? Was sollte ich mir denn wünschen? Ich hab doch alles, was ich brauche. Wow, ich bin gespannt, um welchen großen Gefallen du mich jetzt bittest. Die deutsche Vertonung selbst ist übrigens grundsolide, aber wie so oft bei diesem Thema eine ziemliche Geschmackssache. Mein persönlicher Tipp ist, spielt es erst auf Deutsch und danach im New Game Plus. Ja, das gibt es. Da könnt ihr dann alle eure erworbenen Fähigkeiten aus dem ersten Run mitnehmen. Einfach nochmal auf Englisch durch mit, wenn ihr möchtet, deutschen Untertiteln, um die Unterschiede ein bisschen erleben zu können. Und dann könnt ihr im zweiten Run natürlich auch andere Entscheidungen treffen und so sehen, wie ein Level ein bisschen anders hätte ablaufen können oder wie Gespräche oder Streitereien anders ausgehen könnten. Ich sah schon viele, die behauptet haben, sie hätten einen Tara-Tara. Ihr zweifelt an seiner Echtheit. Wenn er wirklich ist, was du vorgibst, beweise es. Das Erkunden der Level läuft dann ziemlich geradlinig ab. Ab und zu kann man aber auch vom Hauptweg abweichen, um Ressourcen zu finden, mit denen man dann wiederum die eigenen Fähigkeiten verbessern oder auch neue Fähigkeiten freischalten kann. Oder man kann Geheimnisse entdecken. Einige davon braucht man, um neue Dialoge auszulösen. Andere wiederum sind zum Beispiel hier einfach nur neue Skins, denn davon gibt es auch für jede der 5 Figuren jede Menge, die man dann jederzeit wechseln kann. Um an diese versteckten Orte heranzukommen oder überhaupt im Level vorwärts zu kommen, braucht man nicht selten die Hilfe des Teams. Da kann Drax mal einen Felsen umstoßen, um einen neuen Weg zu schaffen. Rocket kann irgendwelche Panels hacken. Gamora zerschnetzelt Barrikaden kurzerhand. Und Groot, naja, Groot ist ein Brückenbauer. Okay, Groot, dann mach mal das coole Ding mit dem Rest. Ich bin Groot! Das ist mal echt ein starker Partytrack, Großer. Ich bin Groot. Ab und zu muss man zudem Stromverbindungen wiederherstellen oder man braucht die wechselbaren Elementar-Spezialfähigkeiten von Quills Blaster, die sich im Verlauf der Handlung nach und nach freischalten und die es zum Beispiel erlauben, Wasser zu Eis zu verwandeln, um sich damit dann einen neuen Weg zu schaffen. Ja, ich verwandle nur Wasser zu Eis. Angeber. Diese Rätsel sind jetzt keine wirklichen Kopfnüsse, aber zusammen mit dem Erkunden und dem Bewegen durch die Level und den Dialogen machen sie über weite Strecken den Großteil des Spiels aus. Erst im letzten Drittel der Kampagne stehen tatsächlich die Kämpfe absolut im Vordergrund. Vorher gibt es durchaus Level, die fast nur aus Erkundung inklusive der ein oder anderen Sprungeinlage bestehen oder aus Dialogen. Du lebst noch! Ich bin Groot! Logo? Ha, du flakiges Stück vermoostes Treibholz! Du hättest eben draufgehen können! Ich bin Groot! Ich hab dich auch lieb, du selbstlose Sojasprosse! Aber irgendwann wird natürlich gekämpft und da sind wir dann bei einem eher schwächeren Aspekt des Spiels. Ihr steuert, wie schon erwähnt, nur Peter Quill selbst, also Star-Lord. Der hat neben seinen Blastern mit den unterschiedlichen Elementarfähigkeiten auch noch eigene Spezialfähigkeiten, die sich ebenfalls im Laufe der Story freischalten. Und jeder seiner Begleiter hat auch jeweils 4 Spezialfähigkeiten, deren Einsatz man dem Team per Knopfdruck befehlen kann. Die
besonderen Fähigkeiten sind darauf ausgelegt, entweder einem einzelnen Gegner starken Schaden zuzufügen, eine Gruppe von Gegnern auszuschalten oder einen besonders starken Gegner ins Straucheln zu bringen, damit er dann wiederum anfällig für Angriffe wird. Leute, Gruppe bilden! Nach einiger Zeit kann man zudem im Kampf den sogenannten Huddle auslösen. Dabei trifft sich dann das ganze Team. Peter gibt eine kleine Ansprache, muss dann auch entscheiden, wie der Dialog fortgesetzt wird. Und je nachdem, ob das die richtige Entscheidung war, wird dann entweder das ganze Team nochmal verstärkt oder nur die eigene Spielfigur. Problem an der Sache ist, dass die Übersetzung da nicht immer ganz so logisch ist in der deutschen Sprachfassung und dass dieser ganze Huddle einfach viel zu lange dauert. Das war uns ja schon in der Vorschauversion aufgefallen. Man kann zwar über die vielseitigen Schwierigkeitsgradsoptionen einstellen, dass zumindest immer automatisch die beste Antwort gewählt wird. Die Sequenz selbst kann man aber nicht überspringen und das Ganze unterbricht einfach sehr oft den Spielflow der Kämpfe. Auch wenn man als Belohnung danach nicht nur stärker zuschlägt, sondern auch noch einen Song aus dem fantastischen Soundtrack eingespielt bekommt, der sich ähnlich wie die Kinofilme bei großen Hits der Rock- und Popgeschichte der 70er und 80er Jahre bedient. Das ist dann zwar super stylisch, nichtsdestotrotz wäre die Möglichkeit, diesen Huddle zu überspringen, auf meiner Wunschliste für Features, die nach dem Release noch ins Spiel reingepatcht werden, ganz, ganz weit oben. Und auch die Kamera selbst könnte noch ein bisschen Überarbeitung vertragen, denn insgesamt sind die Kampfszenen doch oft recht unübersichtlich und hektisch und die Kamera selbst bewegt sich ziemlich nervös übers Kampffeld, besonders wenn Spezialaktionen ausgeführt werden. Das liegt insgesamt aber natürlich auch ein bisschen daran, dass man ja hier immer in einer Gruppe von insgesamt 5 eigenen Spielern kämpft und dann noch die ganzen Gegner auf dem Schlachtfeld hat. Das wird einfach automatisch der Situation abhängig ein bisschen unübersichtlich. Nur diese Helme an! Anfängerfehler! Helme haben tote Winkel! Nicht das Helm! Messer in Fässern! Nichtsdestotrotz, anders als in Spielen wie beispielsweise Devil May Cry, ist das Kampfsystem von Guardians of the Galaxy keines, das ich in einem separaten Spielmodus nochmal unbedingt anfassen wollen würde. Es wäre andererseits aber völlig albern zu behaupten, dass das Kampfsystem irgendwie die Gesamterfahrung des Spiels kaputt macht. Es ist nur einfach ein bisschen so lala. Zum Ausgleich sieht das Spiel aber wirklich toll aus, egal ob man mit oder ohne Raytracing spielt. In der PC-Version ist das Raytracing schon zum Release aktiviert. Auf den Next-Gen-Konsolen wird es wohl erst nach dem Release reingepatcht. Deshalb konnten wir es jetzt auch nur auf dem PC ausprobieren. Und während es in der Vorschau-Version noch ein paar Performance-Probleme in diesem Modus gab, war das jetzt mit dem Day-One-Patch kein Problem mehr. Aus deinem Mund, Peter, bedeutet das so gut wie gar nichts. Wieso bist du so gemein zu ihm? Hör doch einfach zu, was er sagt. Es ist mir egal, was er sagt. Was allerdings nicht heißt, dass jetzt schon alles rund läuft, denn damit kommen wir mal zu den eingangs erwähnten ärgerlichen Kinderkrankheiten. Denn ein paar kleine Probleme sind mir im Test durchaus noch aufgefallen. Unter anderem beispielsweise Clipping-Fehler oder dass bestimmte Tastenanweisungen nicht korrekt angezeigt werden. Es gab sogar mal Szenen, wo bestimmte Skriptmomente nicht ausgelöst wurden. Alle diese Probleme konnte ich allerdings lösen, indem ich einfach den Kontrollpunkt nochmal neu geladen habe. Also insgesamt sind diese Probleme kein Weltuntergang und erst recht kein Grund für eine Abwertung, aber in Zeiten, in denen Entwickler und Publisher auf Vertrauensbasis die Spieler von Vorbestellungen überzeugen wollen, ist es dann doch einfach immer ein bisschen ärgerlich, wenn dieses Vertrauen am Ende nicht eingelöst werden kann, aber wie gesagt, im Fall von Marvel's Guardians of the Galaxy sind das wirklich nur Kleinigkeiten. Und wahrscheinlich sind mir diese Kleinigkeiten auch nur deshalb so aufgefallen, weil der Rest des Spiels so hochwertig produziert ist. Das ist wirklich eines der Top-Spiele des Jahres, zumindest wenn ihr auf Singleplayer-Erfahrungen steht. Und das war ja nun nach den Erfahrungen mit Marvel's Avengers, das ja auch vom Publisher Square Enix kam, nicht unbedingt zu erwarten. Aber der Verzicht auf Multiplayer, auf Koop, auf ein Loot-System, auf Gegner-Level und die Konzentration auf eine gute Geschichte, auf tolle Figuren, das hat Marvel's Guardians of the Galaxy letztlich zu einer ganz klaren Empfehlung gemacht. Bitte nicht das Nova Corps, bitte nicht das Nova Corps, bitte nicht das Nova Corps. Es ist das Nova Corps.